Meist trifft es kurz nach der Mittagspause ein, das Leistungstief. Im Magen liegt das leckere, aber schwer verdauliche Essen. Für den Kopf ist nicht mehr genug Energie übrig. Den Wunsch, sich einfach kurz hinzulegen und ein Schläfchen zu halten, unterdrücken die meisten. Denn auf der Arbeit schlafen? Das macht doch niemand. Tatsächlich wäre es für ArbeitgeberInnen aber ziemlich sinnvoll, kleine Nickerchen ausdrücklich zu erlauben. Der Kurzschlaf nach der Mittagspause steigert nicht nur die Leistungsfähigkeit und Konzentration. Es fördert auch den Stressabbau, hebt dadurch die Laune und die Gesamtstimmung im Büro. Was gesundheitliche Vorteile angeht, verbessern regelmäßige Powernaps sogar die Zusammenarbeit von Herz, Gehirn und Atmung. SchlafwissenschaftlerInnen geben als besten Zeitpunkt für ein kurzes Mittagsschläfchen zwischen 13 und 16 Uhr an. Allerdings solltest du dringend beachten, dass du nie länger als 20 Minuten einnickst. Andernfalls kannst du nämlich in die Tiefschlafphase rutschen, aus der du selbst mitten am Tag extrem gerädert aufwachen würdest.